Willkommen beim Whisky Nerds. Ich wünsche euch einen schönen dritten Advent und heute mit einem Gast. Der Whisky Robert, grüß euch. Einige werden dich noch erkennen. Ja. Der Whisky Robert ist dabei. Natürlich rechtzeitig zum Whisky Punsch, ne? Ja. Ist er dazu gekommen. Wir haben heute von Peter Affenzeller den Whisky Apfelpunsch. Der hat 10%, wie auch die anderen, was ich zuvor hatte. Wir wollen mal probieren, bevor es dann losgeht. Ich glaube, das geht schon. Ja, riechen tut er schon gut? Ja, trinkt schon. Ja. Der ja. Ist gut, gell? Ja. Gut, aber schön nach Apfel und so. Oder? Ja. Und nicht so süß ist eigentlich. Nein. Das geht eigentlich. Und Whisky, ne? Ist ja. Aber fruchtig, also man hat hinten schon einen süßen Apfel. Ja. Also so ein Pixiessen, was da auf dem Punsch. Wenn du einen Stadl kriegst, ist der nicht. Also. Aber das ist schön. Also in der Nase merkt man schon Whisky. Mhm. Aber was für einer das. Steht es vielleicht drauf, was für einer. Was aber dann Silbermalt vermindert, oder? Ja, mit Silbermalt Whisky. Eigentlich mit Silbermalt Whisky. Wie vorher beim Rum oder beim Gin, natürlich ist auch der Whisky von Peter Affenzeller selbst natürlich ein Punsch drin. Und steht hier oben Single Malt Whisky. Aus der Whisky-Destillerie Peter Affenzeller, ist eh klar. Auch der ist wieder trinkfertig. 1 Liter, 10% Alkohol. Und der. Den habe ich schon voriges Jahr am Christkindlmarkt in Pumpen getrunken. Mhm. Am Traunsee. Ja. Da habe ich mich schon in den Punsch verliebt. Ja. Der war wirklich gut. Natürlich ist das da das Ambiente ganz anders. Ja, du stehst neben am Traunsee, wenn es kalt ist draußen. Ja. Aber verkühlen kannst du da, wenn du da ein bisschen zu viel trinkst. Das ist dann nicht so gespürst eigentlich. Da. Das ist mein Favorit. Obwohl der Rum Maracuja war auch echt, wirklich, der war super. Gin Birne, ja. Mein Ranking wäre Platz 1. Der Whisky Apfelpunsch, dann kommt der Rum und das letzte ist dann der Gin. Aber der hält schon wirklich einiges, gell? Ja. Und dahinter dann der schöne süße Apfel. Mhm. Und der Robert darf heute das dritte Türchen oder Lädchen öffnen. Schauen wir mal, was ich in dieser. Na, muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Strahlzeiger. Meinst du jetzt da, die Gardale muss dann ganz rausziehen? Was da alles drin ist. Oh, ich sehe schon da meine Schokolade. Oh, was kommt denn da alles? Schokolade. Da haben wir die Rum-Schokolade. Damit haben wir die fertig. Oh, da Marmelade. Marmelade, okay. Erdbeer, Whisky, Pfeffer. Wenn ich mich nicht verlesen habe. Erdbeer, Whisky, Pfeffer, Marmelade. Was haben wir da? Whisky, Senf mit Honig. Whisky, Senf mit Honig. Auch interessant. Und was haben wir da? Der Creme-Likör von Peter Affenzeller. Warte, da hinten ist noch was. Da ist noch was. Ja, da ist noch was. Du kannst versteckt. Wow, da war heute viel drin. Oh, wow. Wir haben drin einmal eine Rum-Schokolade. Schatz, bringst du mir einen Anläufer bitte aus der Küche? Ja. Probierst du die Marmelade auch oder nur den Honig? Ja, ja. Dann brauche ich zwei Löffel bitte. Ich gehe mal der Frau entgegen, bleib schon sitzen. Aber du könntest da mal. Warte. Ich stelle dir mal daher. In einem Doof. Den Rum habe ich da. So. Warte, ich komme der Frau entgegen. Dankeschön. So. Ich nehme mal einen Löffel. Und warte, den habe ich auch zu Hause. Okay. Dann geht das einfacher. Dann brauchen wir nicht
die Samples öffnen, weil ich das eh zu Hause habe. So, der Robert darf noch einschenken. Machst du mal die zwei Gläser mit rum ein bisschen? Ich probiere mal die Schokolade. Wie magst du nicht probieren, ne? Hast du gesagt? Ja. Darf er nicht? So, probier mal. Oh. Oh. Dann nehmen wir ein ganz großes Stück. Ich muss jetzt echt sagen, da schimpft die Frau. Ja, wow. Der Rum, also die Rum-Schokolade ist echt genial. Für mich die beste von den drei. Ich habe noch gehabt die Whisky-Schokolade und Gin. Ja. Aber der Rum geht hier. Wow. Die ist echt lecker. So, den stellen wir auch mal daher. So, einmal die Rum-Schokolade. Dann eben der Rum und dann der Whisky-Creme-Likör. Da schenke ich noch ein bisschen ein, oder? Ganz wenig. Ja. Den habe ich auch zu Hause. Der Whisky-Creme-Likör ist eigentlich auch immer zu Hause. Der schmeckt meiner Frau gut. Meine Schwester ist da schon ganz süchtig. Ja, wirklich, also. Die kommt ohne den Likör überhaupt nicht mehr aus. Also, Schwester. Ja, Zuchtgefahr, würde man sagen, dieser Creme Likör. So. Na. Bevor wir jetzt zum Trinken beginnen, machen wir mal da durch. Das wird interessant. Jetzt hat jeder zwei Löffel. Und wir beginnen nochmal. Ich brauche mal Wasser nach dem. Whisky-Senf mit Honig. Der geht auf jeden Fall wieder. So. Den kann man sicher zu Weihnachten gut verarbeiten, wenn es dann. Bin schon mal echt gespannt. Und Geruch her. Nicht so schnell. War schön würzig auch, ja. Diese Schärfe. Aber nicht zu viel, also gerade gereicht. Also, der wenn du da ein bisschen mehr da wischst, dann brennt er auch nicht so eigentlich. Ja. Eigentlich so gerade gereicht. Also. Also echt ein guter Senf eigentlich. Ja. Da geht der Kleine herum. Aufpassen, Valerie, bitte. Dankeschön. Er rennt hinter der Kamera. Mm. Aber der Senf, also den werden wir sicher über die Feiertage anbieten. Der ist wirklich gut. Ja. Honig dezent. Dezent, also wirklich schön Hintergrund und so, also der ist nicht. Whisky? Hätten wir jetzt einen Whisky gemerkt? Nein, eigentlich nicht so. Aber echt guter Senf, muss man sagen, sehr guter Senf. Leichte Schärfe, gefällt mir sehr gut. Senfkörner 25%, Honig 17%, Whisky 13%, Wasser, Salz, enthält Alkohol. Fand ich jetzt nicht so schlimm. Aber im Whisky, der ist eher ziemlich im Hintergrund. Also den. Aber echt guter Senf, den wir auf jeden Fall zur kalten Platte mitstellen kann. Und der kommt sicher auf die Platte. Und jetzt Marmelade, was haben wir da? Erdbeer, Whisky und Pfeffer. Bin ich gespannt da, wie der. Eingekochtes, handgemachtes, ne? So da. Riecht schon mal. Ja, gut. So.
mehr wie normale Erdbeermarmelade fast. Mhm. Und hinten aber nicht so schlimm. Die Zehnte. Der Zehnte Schärfe dahinter, aber. Ja, aber. Valerie, bitte! Aber bis jetzt einmal Rumschokolade. Echt genial. Senf. Ja, auch sehr, sehr, sehr lecker. Die Marmelade, ja, die kommt in die Palatschinken. Ja, okay, ist. Jetzt angefangen. Mit was fangen wir an? Jetzt haben wir mit dem Creme-Lücke, oder? Den Rum hängen wir sich von Schluss auf. Mhm. Zeigen wir mal her. Was steht da noch? Das ist ein Creme-Likör aus Sahne mit klassischem Single Malt. Warte mal. Valerie, bitte weg von der Kamera. Keiner ist neugierig. Farbe ist sehr schön. Und der ist sehr schön schon in der Nase, gell? Schöne Vanille. Schön cremig riecht, das ist schon gut. Vanille, Karamell, eine schöne Süße hat er, gell? Also wenn der schon so schmeckt, wie er riecht, dann... Ja, ja, der schmeckt so. Die Schwester ist abhängig von diesem... Muss immer wieder nachkaufen, ja. Also, die ist abhängig und schmeckt, mir schmeckt auch sehr gut. Also. Wenn man da mal einen Besuch hat, dann braucht man mal einen Likör auch zu Hause. Hm? Ja, der macht süchtig, ne? Schön sahnig, cremig. Ja, für Eis oder so, da dann über den Stocker was und dann da ein bisschen drüber, das, oder über so Torten. Passt da auch gut drauf. Ah, der ist sehr schön, ne? Peter Affenzeller Creme-Likör, ja? Sehr süffig. Kriegst einen Zuckerschock, wenn es da zu viel erwischt. Ja, aber der ist echt lecker. So, und jetzt zum letzten. Was hatten wir jetzt noch dabei? Natürlich den Rum, den Monkey. Und hier haben wir kubanische Zuckerrohrmelasse, verwendet hier der Peter. Ja. Und der lagert dann, wenn ich jetzt noch, ja, ich besuche ja so viele Destillerien. Wir sind also über 60 Destillerien in Österreich, aber ja, 96 Monate lagert der in gebrauchten Whiskyfässern, wenn ich das noch so in Erinnerung habe. Aber ich glaube, das stimmt, ja, dass der für einen Zeitraum von 96 Monaten in gebrauchten Whiskyfässern dann war und kubanische Zuckerrohrmelasse. Und da finde ich das auch ein sehr guter Rum. Und du bist ja eher der Rum-Spezialist von uns beiden. Ja, es geht. Ja, aber hat schon einige mehr Rum, also wie ich. Wenn du es jetzt so vergleichst mit deiner Rumkrache, was du zu Hause hast, ne? Was? Deinen österreichischen Rum, ne? Braucht es ja nicht verstecken, oder? Ja, der kann sich schon mit anderen auch sehen lassen. Man merkt auch, dass du wirklich eine Zeit lang in einem Holzfassel war, gell? Ja. Schöne, dunkle Holzaromen. Der ist gut. Oh, die gehören eigentlich auch in einer Holzfassel drin. Ja, also sicher, ja. Ich meine nur, dass du, merkt man schon, also der ist schon dunkler. Du, es gibt ja welche, die etwas kürzer sind. Nö. Aber oh, man sieht ja schon an der Farbe, ne? Da ist schon wirklich eine Zeit lang drin. Mhm. Das war hier total gut, also. Mhm.
Und ich bin blind. Der hat 40%. Das Ganze so ein Mix aus exotischen Früchten. Ne? Und ich bin mir aber nicht sicher, jetzt, ob das von dem neu ist oder Vanille oder so. Oder na, Vanille kann er schon haben, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das noch von den Likör ist oder. Nein, da hat schon. Schöne Vanillesüße. Das sind dann so exotische Früchte. Mango, Ananas Mischung in diese Richtung, oder? Papaya, ja. Diese ganz, aber ja, ganz reife. Und dann kommt eben so diese schöne Holzwürze dazu. Aber länger ich rein, immer mehr eigentlich fast. Gut, Sassel sein dürfen. Mhm. Das ist gerade gerecht, aber. Das ist Geschmackssache, oder? Und da haben wir halt ein bisschen mehr Würze von der Eiche oder so, aber. ...40% schon angenehm. Ah, wirklich. Schön exotisch. Mango, Papaya, Ananas Richtung Vanille. Ja. Dann haben wir eben schön, eine schöne Eiche. Schöner Mix halt. Schöne Würze halt. Und jetzt zum Abschluss wieder schön würzig von der Eiche. Ja. Also die Würze und dann noch ein bisschen Vanille noch hinterher. Ja. So eine Mischung zwischen Holz und Vanille noch. Das tut sich immer schön abwechseln. Jetzt zum Abschluss nehme ich noch einen Schluck von meinem Whisky-Punsch. Da haben wir jetzt wieder schön da. Süße Apfel, schöner roter Apfel. Ah, der ist lecker. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag. Verbringt ihn gut. Und jetzt bin ich echt gespannt, was am 4. Advent dann noch alles auf mich zukommt. Bis zum nächsten Mal. Euer Whisky-Nerd. Viert euch. Ciao.